SWR 3 bis 12 ist hier. Nicht lang drum herum reden. Direkt auf den Punkt. Wir unterhalten und informieren. Stopp. Andreas Hein aus dem SWR 3 bis 12 Team. Warum jetzt Stopp? Ja, wenn du jetzt weiter redest, dann sind es mehr als 140 Zeichen. Ja, und? Ja, es gibt eine Internetseite, die versucht, dir die Welt in 140 Zeichen zu erklären. Und Ende. Diese Seite heißt Twicket, haben zwei junge Männer aus SWR3-Land, aus Siegen, erfunden. Das ist eine Art Erklärmaschine, also Suchwort eingeben und dann ploppt die Erklärung auf. Okay, in 140 Zeichen. Aber warum jetzt 140 Zeichen, bitte? Ja, das liegt wohl daran, dass ich diese 140 Zeichen zufällig durch Bloggerportale wie Twitter als besonders kurze Verständigungsform durchgesetzt haben, also so eine knappe SMS-Länge. Okay, und wie kommen jetzt diese Einträge in die Internet-Erklärmaschine Twicket rein? Die Erklärung oder die Erfinder nennen das Twigs, kommen von den Benutzern selbst. Also ähnlich wie bei Wikipedia, lesen kann das jeder, aber wer sich anmeldet, der darf auch selbst für etwas eine sehr kurze Erklärung abgeben, mit maximal 140 Zeichen. Zum Beispiel steht da Asterix, listiger kleiner Gallier und Hauptfigur der gleichnamigen Comics von René Goscinny und Albert Uders. Okay, wäre eigentlich alles gesagt, aber wenn jetzt dort jeder reinschreiben darf, dann könnte es ja auch falsch sein, was da drin steht, oder? Ja, das Internet ist, wie auch hier, wie eine große Pinnwand, an die kann jeder was ranpappen und da ist lang noch nicht geklärt, ob das richtig oder falsch ist. Bei Twicket sind zu jedem Begriff mehrere Erklärungen möglich. Also beim Wort Jesus zum Beispiel stehen gleich ein Dutzend Erklärungen, aber nur eine davon steht oben. Diejenige nämlich, die meisten User am passendsten fanden. Und das ist dann auch gleichzeitig die Schwäche. Die Seite wird erst dann so richtig sinnvoll, wenn es viele Erklärungen gibt. Aber ein Vorteil hat das Ganze: hinter Twicket steckt kein großer Konzern. Es gibt keine Werbung auf der Seite. Es ist im Moment lediglich das Projekt von zwei Programmierern aus Siegen. Twicket, die Welt in 140 Zeichen. Den Link zur Seite, den finden Sie auch auf swr3.de. Oben einfach auf die Links aus dem Radio klicken.